Moin, lieber Ossilopa. Mein Name ist Volker Feldkamp und Edzard Wirtjes, der hat mich gebeten, euch doch mal ein bisschen vorzulesen nach eurer Etappe. So ein bisschen zur Entspannung, damit ihr ein bisschen zur Ruhe kommt, und das will ich gerne tun. Ich komme gerade von der Etappe und was soll ich euch sagen? Das war wieder Wahnsinn, ne? Also diese Menschenmassen da an der Strecke, diese Begeisterung, einfach Hammer, ne? Was einem da so entgegenschwappt. Fitness braucht man schon für so eine Ossilop-Etappe. Und mit der Fitness, der hat es der Erwin Grönewald nicht so sehr. Der eine oder andere mag ihn vielleicht schon mal kennengelernt haben in meinem Roman Blutleer oder in dem zweiten Teil Lehrgeld. Der war nie so richtig fit. Und in dieser Szene, die ich euch jetzt vorlese, ist es nicht unbedingt besser geworden. Ich lege mal los. Als Grönewald hinaufschaute, bemächtigten sich leise Zweifel seiner wankelmütigen Seele. Das war kein geeigneter Ort für eine Mittagspause. In einer Mittagspause hatte man sich nämlich vom bereits erbrachten Tagewerk zu erholen, hatte man den geleerten Energiespeicher durch Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme wieder aufzufüllen, um sich anschließend mit neuem Elan den körperlichen und geistigen Herausforderungen des Nachmittags zu stellen. So hatte er es gelernt, von seinen Kollegen. So machte er es seit über 20 Jahren. Gab es etwas daran auszusetzen? Nein, das gab es nicht. Und trotzdem stand er jetzt in diesem nüchternen, weißgetünchten Treppenhaus, das zu dem Haus gehörte, mit dem die Nessel, die Halbinsel im Leraner Hafen, zuletzt bebaut worden war. Missmutig sah er zu dem lieblos mit einem Klebestreifen an der Fahrstuhltür befestigten Stück Papier. Defekt, hatte jemand in kaum lesbaren Druckbuchstaben darauf gekritzelt. Tolle Wurst, dachte Grönewald. Er zog einen Kugelschreiber aus der Jackentasche und strich mit kräftigen Bewegungen das überflüssige C durch. Dabei riss das Papier, der Kugelschreiber ritzte eine Schramme in das Metall der darunterliegenden Fahrstuhltür. Grönewald blickte sich über die Schulter. Nee, hatte keiner bemerkt. Dr. Behrens, sein alter Hausarzt, hatte seine Praxis im Erdgeschoss gehabt, so wie sich das gehörte. Aber Dr. Behrens musste ja unbedingt in den Ruhestand gehen. Mit 69. Dabei war der noch fit wie ein Turnschuh. Der hätte ohne weiteres noch 10 Jahre länger machen können. Stattdessen baumelten seine Füße jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Pool an der Mittelmeerküste. Grönewald seufzte. Er wollte dort einfach nicht hoch. Jedenfalls nicht jetzt. Vielleicht an einem anderen Tag, wenn er genügend Zeit hatte, um sich darauf vorzubereiten. Aber es nützte nichts. Wenn er den Termin jetzt verstreichen ließ, dann würde Gabi keine Ruhe geben. Er stapfte mit all dem Elan, den diese neue Erkenntnis freigesetzt hatte, die ersten Stufen hinan. Am ersten Treppenabsatz hüpfte ein junges Mädchen in einem geblümten Sommerkleid an ihm vorbei nach unten. Ihm blieb kaum Zeit, um den Bauch einzuziehen. »Moin«, trällerte sie mit der Art guter Laune, die man eben nur abwärts entwickeln kann. Und während sie weitersprang, baumelte ihr Pferdeschwanz ausgelassen hinterher. »Moin«, keuchte Grönewald und nahm den nächsten Absatz in Angriff. Als er schließlich im dritten Stock ankam, ging ihm erstmal die Puste aus. Es war ihm, als sei die Luft von Stufe zu Stufe dünner geworden. Wie viel Meter hoch mochte das sein im dritten Stock? Unwillkürlich dachte er an die Bergwanderung, die er vor 2 Jahren mit Gabi in Österreich unternommen hatte. Er stützte sich am Treppengeländer ab und atmete schwer ein und aus. Schweißtropfen bahnten sich von den Schläfen aus den Weg durch seine schlecht rasierten Wangen zum Kinn. »Na, dann wollen wir mal«, murmelte er vor sich hin, strich sich mit den Fingern durch das Haar und drückte die Türklinke hinunter. »Oh mein Gott! Was ist denn mit Ihnen passiert?« Die schwarzhaarige Schönheit hinter dem Tresen sah ihn mit einer Mischung aus Schrecken und Mitleid an. »Sie sehen ja aus, als hätten Sie...« »Habe ich aber nicht«, knurrte Grönewald. »Wenn bei dieser Hitze, die gerade über Leerwabert, auf dem Weg in den dritten Stock der Fahrstuhl ausfällt, dann sieht man eben am Ende nicht mehr wie das blühende Leben aus.« »Hitze?« krakelte die Schwarzhaarige und sah ihn ungläubig an.
Wir haben knapp über 20 Grad. Unter Hitze stelle ich mir was anderes vor. Oder leiden Sie unter Wechseljahresbeschwerden? Sie kicherte kurz, erkannte aber schnell, dass diese Art Scherze bei ihrem Gegenüber nicht ankam. Wenn sie wenigstens ihre Stimme etwas dämpfen würde, dachte Grunewald. Auf diese Frequenz konnte er im Augenblick überhaupt nicht. Durch die geöffnete Tür zum Wartezimmer sahen zwei ältere Frauen mit unverhohlenem Interesse zu ihnen herüber. Was kann ich für Sie tun, Herr Kommissar? Den zweifelsohne nicht ernst gemeinten Kommissar hätte sie sich auch sparen können, dachte Grunewald. Polizeihauptmeister. Ich habe einen Termin wegen diesem Gesundheitsdings. Die Sprechstundenhilfe ließ einen blau lackierten Fingernagel über den eng beschriebenen Terminkalender wandern. Ah, Herr Grunewald, nicht wahr? Allgemeiner Gesundheitscheckup. Hier steht's ja. Sie machte mit ihrem Kugelschreiber ein Häkchen. Wollen Sie auch eine Krebsfrüherkennung? Ist umsonst in Ihrem Alter, wegen der Prostata zum Beispiel. Geht das auch ein bisschen leiser? Raunte Grunewold ihr zu. Muss doch nicht gleich jeder wissen. Natürlich wusste er, dass Prostata der Name eines Organs und damit kein unanständiges Wort war, aber unter diesen Umständen klang es wie unter der Gürtellinie. Ach was, trompetete die Sprechstundenhilfe. Was meinen Sie, was hier alles so durchgeht? Ist keiner umsonst hier. Grunewold bemerkte, wie die Hälse der beiden Frauen im Wartezimmer immer länger wurden. Was ist nun? Drängte die Schwarzhaarige. Mit oder ohne? Ja, dann eben mit, sagte Grunewold. Kann ja nicht schaden. Sie wies mit dem Kugelschreiber schräg über den Flur. Wenn Sie noch einen Augenblick im Warteraum Platz nehmen würden, Dr. Salverius ist gleich für Sie da. Ich habe aber nicht so viel Zeit. Ich muss bald zurück zum Dienst. Ich bin nämlich nur mal eben in der Mittagspause hier rüber. Mit nur mal eben ist das hier aber nicht getan, Herr Kommissar. Wir legen hier schon ein wenig Wert auf Sorgfalt. Das Telefon klingelte, die Sprechstundenhilfe wies Grunewold noch einmal den Weg ins Wartezimmer und drehte sich auf ihrem Bürostuhl zum Fenster. Ende der Diskussion. Fast 20 Minuten musste er warten, bis er endlich in den Behandlungsraum gerufen wurde. Er musste sich bis auf die Unterhose ausziehen. Dr. Salverius untersuchte ihn ebenso emotionslos wie einsilbig. Und noch bevor er sich für das Belastungs-EKG auf dieses Fahrrad ohne Räder setzen sollte, resümierte der Doktor die Sachlage mit einem Wort. Adipositas, sagte er inmitten eines tiefen Seufzers und schwieg anschließend bedeutungsvoll. Grunewold schwieg ebenfalls. Was sollte er auch zu so einem Wort sagen, dessen Bedeutung ihm nicht geläufig war? Einfach dahingeworfen. Mach was damit. Schließlich wurde es ihm aber doch zu dumm. Ja und? Was heißt das? Der Doktor verdrehte die Augen. Das bedeutet, dass Sie deutliches Übergewicht haben. Im Volksmund sagt man dazu Fettleibigkeit. Da zuckte Grunewold dann doch etwas zusammen. So was sagte man einem doch nicht einfach so ins Gesicht. Na, 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 na. Übertreiben Sie da nicht ein wenig, oder? Dr. Salverius schob die über die Oberlippe und wiegte den Kopf langsam hin und her. Wenn man bei einer Körpergröße von 1,75 Meter ein Gewicht von 112 Kilogramm auf die Waage bringt, dann ist das eben nicht mehr gesund. Ich hatte immer schon schwere Knochen, verteidigte sich Grunewold. Können Sie sich abschminken? Wenn das eine Rolle spielen sollte, dann hätten Sie einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde sicher. Wie sieht's denn mit Ihrer Kondition aus? Normal, würde ich sagen. Bei diesem Wetter, ist es natürlich immer etwas anstrengender. Dr. Salverius legte die Stirn in Falten und nickte wie ein Wackeldackel auf der Hutablage. So, bei diesem Wetter. Dann schien er nachzudenken. Treiben Sie Sport? Ja, sagte Grunewold mit Inbrunst. Ich fahre Fahrrad. Rennrad? Mountainbike? Nee, Hollandrad. Aha. Und wie oft fahren Sie mit Ihrem Hollandrad?
Täglich zur Arbeit und zurück, sagte Grunewald nicht ohne Stolz. In dieser Beziehung konnte man ihm nichts anhaben. Dr. Salverius sah auf seinen Computerbildschirm. Sie wohnen in Heißfelde, stimmt's? Grunewald nickte. Na ja, 2 Kilometer ein Weg, wenn's hochkommt. Mit Grunewolds Empfinden sagte er das etwas zu abfällig, als ob 2 Kilometer gar nichts wären. Ich würde sagen, Sie nehmen noch einen Augenblick im Wartezimmer Platz. Meine Mitarbeiterin bereitet gleich das Belastungs-EKG vor und dann sehen wir mal, wie es tatsächlich um Ihre Kondition bestellt ist. Das passte Grunewold nun gar nicht. Aber noch bevor er sich eines der Klatschblätter greifen konnte, wurde er von einer diesmal blonden Arzthelferin in das Behandlungszimmer geführt. Oberkörper frei machen und dann rauf auf den Fahrradergometer. Bauch einziehen war zwecklos, diese Geschichte hier konnte dauern. Es war ihm etwas peinlich, als sich das junge Ding daran machte, ihm die Brusthaare mit einem Einwegrasierer zu entfernen, damit die selbstklebenden Elektroden einigermaßen an seiner Haut haften konnten. »Muss das denn sein?« fragte er. »Nö, wir können das auch wachsen. Aber glauben Sie mir, das wollen Sie nicht wirklich.« Grunewold deutete ihr diabolisches Lächeln als eindringliche Warnung und ergab sich dem, was da denn kommen sollte. Nachdem die Blondine ihm das Blutdruckmessgerät angelegt hatte, trat er in die Pedalen. »Eigentlich lächerlich, diese Übung«, dachte er. »Er fuhr seit mindestens 45 Jahren Rad, und zwar fast täglich.« »Haben Sie denn gar keinen Helm für mich?« scherzte er, während er die Kurbel in Wallung brachte. Die Blondine lächelte gequält und schaltete den Widerstand eine Stufe höher. Danach war Grunewold nicht mehr nach Scherzen zumute. Die Übung entwickelte sich zur reinsten Tortur. Schon nach 5 Minuten brannte seine Oberschenkelmuskulatur, nach 7 Minuten war er klatschnass geschwitzt. Und gleich danach ging gar nichts mehr. Mit hochrotem Kopf saß Grunewold kurze Zeit später Dr. Salverius gegenüber. Der Arzt blickte kopfschüttelnd auf den Monitor seines Computers. »Wie wollen Sie denn so Verbrecher jagen?« »Ich jage keine Verbrecher«, erwiderte Grunewold missmutig. »Die laufen mir alle zu.« »Schön, dass Sie es wenigstens mit Humor nehmen können, aber...« »Im Interesse Ihrer Gesundheit müssen Sie jetzt handeln. Allerhöchste Eisenbahn, würde ich mal sagen.« Grunewold verlief der Verlauf des Gesprächs. Nein, Grunewold gefiel der Verlauf des Gesprächs nicht. Der Doktor wurde auf einmal so, wie sollte man es nennen, ernst? Unlustig passte schon nicht mehr. »Allerhöchste Eisenbahn für was?« fragte er mit einer bösen Vorahnung. »Sport? Ernährungsumstellung?« Der Doktor bellte ihm die beiden bösen Wörter derart unbarmherzig ins Gesicht, dass er sich ein wenig überrumpelt fühlte. »Wie? Sport?« »Na, so mit Bewegung, hatte ich mir gedacht.« »Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Kommen Sie mir bloß nicht mit Jogging. Das habe ich schon mal versucht, bin fast abgenippelt dabei. Nach 2 Kilometern sehe ich aus wie ein Zombie.« Dr. Salverius lächelte müde. »An Jogging hatte ich bei Ihnen auch nicht gedacht. Bei Ihrem Gewicht belastet das die Gelenke viel zu sehr. Schwimmen wäre nicht schlecht. Da können Sie den Auftrieb des Wassers nutzen und der ganze Körper wird gefordert.« »Schwimmen geht nicht«, sagte Grunewold. »Ich vertrag diese Chlordämpfe nämlich nicht so gut.« Ein Blick in das Antlitz des Doktors verriet ihm, dass der dieses Argument nicht ernst nahm. Aber immerhin ließ er das Thema fallen. »Dann bleibt eigentlich nur noch das Fitnessstudio.« »Die Muckibude?« Daran hatte Grunewold noch gar nicht gedacht. Sein Sohn Wilko turnte dort schon seit einigen Jahren herum, zweifellos mit durchschlagendem Erfolg. »Ich werde mal darüber nachdenken«, sagte er und stemmte sich mit Hilfe des Schreibtisches aus seinem Stuhl hoch. Bei jeder Stufe, die er im Treppenhaus gemächlich hinabstieg, kamen ihm mehr Zweifel. Wer wusste denn, was für ein Volk sich so alles in einer Muckibude herumtrieb?
Wahrscheinlich unter anderem eine Reihe junger Kollegen aus der Inspektion. Die würden sich mit Sicherheit regelmäßig das Maul verbiegen, wenn sie ihn dort mit knappem Sportdress herumheinzeln sahen. Nee, so weit musste man es doch nicht absichtlich kommen lassen. Vielleicht reichte ja auch schon eine geringfügige Ernährungsumstellung. Zum Beispiel konnte er ja alle 2 Tage eine Tüte Kartoffelchips weglassen. Oder beim Schinken den Fettrand abschneiden. Bei diesen Gedanken spürte er doch tatsächlich ein wenig Kampfgeist in sich aufkeimen. Ja, so würde er es angehen. Wäre doch gelacht. Okay, Dankeschön fürs Zuhören. Die Bücher gibt es in der besten Buchhandlung Norddeutschlands im Tatort Taraxacum. Viel Spaß dabei.